ihr Lieben. Heute mal aus einer etwas anderen Perspektive, denn ich habe meine kleine Vlogger-Cam wieder ausgepackt. Der Akku hält zwar leider nicht wirklich lang, aber naja. Auch heute mal ein etwas anderes Video, denn wir, die Janina und der Dennis. Ich war nicht halt. Hallo, ich bin voll im Bild. Wir fahren nämlich heute. Da war mein Schlafzimmer. Wir fahren nämlich heute in einen Zonenkuchen nach Remscheid. Und wir hoffen, dass mein Aquarium vielleicht heute schon da ist. Mal sehen. Vielleicht kriege ich ja noch einen Anruf, dass es heute angekommen ist. Ansonsten kommt es nächste Woche. Aber ich werde schon mal ein bisschen noch an Hardscape und Kies holen. Heißt Steine und Kies, weil den Baum habe ich ja schon. Kann ich ja hier irgendwo mal einblenden, ein Bild vom Baum. Weil ich da gerne einen Baum reintun möchte. Und ja, wir werden euch ein bisschen mitnehmen. Ich werde aber nicht im Laden filmen. Außer wenn es mir erlaubt wird. Ansonsten werde ich nicht im Laden filmen, sondern nur vorne vor und dann nachher und auf der Fahrt halt. Und ja, wir nehmen euch so ein bisschen mit. Mein Geburtstagsgeschenk abholen und noch Fische holen von Dennis und mich. Janina. Und der Marvin da hinten muss nachher arbeiten. Irgendwer muss das Geld ja verdienen, was? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe noch was vergessen zu erwähnen. Wundert euch bitte nicht, wenn zwischen den Perspektiven hin und her gewechselt wird, weil das ist jetzt ein Fischei. Und da unten habe ich noch meine große Kamera mit drin. Die werde ich dann auch zwischendurch nutzen. Falls. Nee, Quatsch. Für etwas andere Aufnahmen, weil dafür ist das Fischei halt nicht so gut. Also, bis später. So, wir machen uns jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Wir machen uns jetzt erstmal noch auf den Weg. Ein bisschen Geld holen und ein bisschen was zu knabbern holen, weil wir sind ein bisschen unterwegs bis nach Remscheid. Er guckt erstmal im Briefkasten. Ja, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg.
dann jetzt in Remscheid angekommen, am Zoo Co. Der ist da hinter mir. Da sind Dennis und Nina. Und wir gehen dann jetzt mal rein und gucken mal, was wir so finden. So, hallo ihr Lieben, es ist ein bisschen nass. Wir haben eingekauft. Einmal Janinas Otto Zyklus. Zeigen wir euch zu Hause noch mal genauer. Und meiner. Genau, Dennis seine Gabun Riesenfächerhandgarnele. Wird noch größer. Zeigen wir euch auch zu Hause noch mal genauer, aber jetzt kommen wir erstmal hier rein. Dennis? Ja? Den kommst du mal bitte vorne bei mich. Ja. So, dann. Ich habe Steine gekauft. Ja. Habe Steine gekauft. Sehr special, weil der hat ein Loch, deswegen habe ich den mitgenommen. Steinchen. Steinchen, Steinchen. Hoppala. So. Ganz viele Steinchen. Komm, jetzt weg mit dem. Was? Das Wetter ist schon mal sehr nice. Oh, da ist noch ein Steinchen. Und Zoll. Genau. Zwei Säcke. Gewicht auf der Hinterachse. So, Dennis macht die Klappe zu. Da sind wir wieder. Wir haben eingekauft. Ja, habe ich ja eben schon gedacht. So. Jetzt sind wir aber wieder im Auto. Im Trockenen. Es war nämlich ein bisschen nass. Man sieht das vielleicht noch. Regen, Regen, Regen. Ja, und jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg. Und Janina und ich müssen ganz dringend vorhin. Deswegen klappern wir jetzt mal Tankstellen ab, weil die Zeiten von Corona haben ja keine Restaurants und so oft. Und dann gucken wir mal und hoffen, dass da irgendwo Tankstelle Klo hat. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Direkt zu Hause. Und ja, wir mussten erstmal ganz dringend hier zu Hause aufs Klo. Weil wir nämlich nichts gefunden hatten, wo wir hingehen konnten. Aufgrund von Dingen. Da ist die Lilo. Na, meine Schnecke? Schnäckchen. So, aber ich zeige euch jetzt erstmal, was wir alles geholt haben. Mein Aquarium haben wir leider noch nicht gekriegt. Das Glas an sich, also der Cube oder das Aquarium an sich, waren schon da. Nur der Unterschrank noch nicht. Der soll wohl jetzt spätestens Dienstag da sein. Und dann kann ich das dann abholen. Aber ich habe schon mal Zoll geholt und Steine. Pflanzen werde ich dann mitnehmen, weil das macht halt keinen Sinn, wenn ich jetzt Pflanzen mitnehme und kann sie erst nächste Woche einsetzen. Das ist ein Blödsinn. Deswegen zeige ich euch jetzt, was für Tierchen Dennis und Janina sich genau geholt haben. So, zum einen haben wir hier, ja, hallo Guppies, einmal diese süßen kleinen Otto-Zyklus-Wälze. Da hat sich die Janina 5 Stück von geholt. Die sind sich gerade am Eingewöhnen, Wassertemperatur. Hier hat die Janina auch ein Ableichbecken für die Guppies, weil die Guppies nämlich ein bisschen sehr moppelig geworden sind. Und ein paar haben auch sogar schon Babys bekommen. Aber im großen Becken. Im großen Becken. Und bis jetzt haben wir auch eigentlich immer nur ein Baby. Hallo, ja, ja, Lulu. Ich hab dich auch lieb. Ja, mein Schneckchen. Ja. bis jetzt haben wir auch immer nur ein Baby wieder gesehen. Also, wir vermuten mal, die Platys hatten Hunger. Platys können nämlich ziemlich gemein werden. Ja. Also da ist das Ableichbecken, da haben wir auch ein paar Pflänzchen reingetan, damit die sich ein bisschen wohler fühlen, die Kupilis. Da,
gucken, jetzt bewegen sich die Ottos mal. Hallo. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Dennis. Der Dennis hat sich nämlich eine Gabun-Riesenfächer an Garnele geholt. Guckt euch dieses Riesenvieh mal an. Und die wird noch größer. Die wird bis 15 cm groß. Und ja, ist eine extrem friedliche Garnele. Die kann man mit allen Fischen vergesellschaften. Das Einzige, was die Dame her, je nachdem, macht, ist sich irgendwo in die Strömung setzen und mit ihren Fächerhänden, die man gerade ein bisschen sieht, wenn sie so bewegt. Ja, so ein bisschen bewegt sie sich vorne. Ja, ihr Futter aus dem Wasser filtert. Die frisst nämlich Kleinstlebewesen, also nicht so klein wie im Sinne von Zwergringelhecht, sondern wirklich Kleinstlebewesen. Also Bioorganismen im Endeffekt. Genau, das frisst die. Und je nach Bodengrund färbt die sich halt, die passt sich halt zur Tarnung des Grund, dem Grund an. Kann und auf, auf dunklem Kiesgrund wird die wohl am kräftigsten blau. Also die kann wirklich richtig blau werden. Man sieht schon so ein bisschen an den hier vorne, an den Scheren, dass sie da bläulich ist. Jetzt klar, jetzt ist sie gerade sehr hell. Die hat ja auch eine Stunde Fahrt hinter sich. Ja. Und ja, die gewöhnen wir jetzt ganz langsam ein. Sie hat ein Babyguppi gefunden. Die bleiben jetzt jeweils bis zu einer halben Stunde in dem Becken liegen, damit die Tiere sich an die Wassertemperatur gewöhnen. Da hinten ist das Babyguppi. Ist gerade hinter die rote Pflanze da. Vielleicht kommt es noch mal raus. Da. Da ist es. Da ist es. Wenn man sieht, da hinten. Nein, Guppi-Männchen, du bist nicht gemeint. Also es hat sich hier hinten sehr gut versteckt. Das Baby Guppili. Ja. Jetzt lassen wir erstmal die Fischis sich ans Wasser gewöhnen und entspannen. Erstmal eine Runde entspannen. In der Zeit zeige ich euch, was ich alles habe. So, und zwar Overscreen-Flasche. So, hier haben wir ganz viele Steine. Ich will mir nachher irgendwie mal auf Pappe oder sowas machen, wo ich die Größe meines Beckens habe mit dieser Pappe. Und dann will ich mir mal die Steine so ein bisschen zurechtlegen und mal gucken, wie ich mir das aufbaue. Und dann habe ich hier Soil mitgenommen. Das ist ein etwas feinerer Soil, kein grober Soil, sondern ein bisschen was feiner. Zwei Säcke, damit ich auch einen anständigen Untergrund habe und anständig die Steine platzieren kann. Und die Pflanzen später einpflanzen kann. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mir jetzt mal was aus Pappe. Mach mir mal meine Maße fürs Aquarium. So, oh, mein Mundschutz. Ich baue mir jetzt aus unseren Platten hier einen Untergrund, der so groß ist wie mein Aquarium sein soll. Ja. Also zumindest von der Grundfläche her. 81 cm lang, also diese Kante hier. Und 36 breit bzw. Tiefe. Gehen wir doch mal zu. So. Wir können ja da vorne mal eben die Dinger mopsen. Pass auf deine Pfötchen auf. Mhm. Gut. Dann muss ich da, nimm mal einen kleinen Stein. Eckstein.
man kann sie klein machen. Improvise. Weil das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Wenn wir ein bisschen von der Breite Abstand vielleicht ein bisschen. Hier haben, damit die hier längs kannst noch zum Putzen, ne? Na gut, du hast eine Rückseite, die an der Wand dann steht, wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Einmal das ganze Ding kannst du mir ruhig rübergeben. Ja, das musst du mit beiden. So, der hier. Lava-Style. Genau, das sind nämlich Lava-Steine. Nächster Lava-Lava. Nee, nicht Mr. Lava-Lava. Ich? Jetzt arbeiten, wo? Hallo! Jetzt! Das muss ich konzentrieren. Pfui. So. Oh, der steht ja schon mal so schön, ne? Das im Zoll nachher so ist auch. Aber ich denke schon. Ich wollte gerade sagen, im Zoll könnte das auch gut sein. Ja, wir sagen, senkt da ein bisschen ein. Ich muss nämlich jetzt vorab gucken, wie stelle ich mir das alles hin. Den Baum können wir gleich auch mal hier rausholen. Können wir gucken, wie der da reinpasst. Da drin ist eigentlich schon mal mit. Immer den Baum vom Stein. Schön vorsichtig. Ja, und bleibt noch nicht unten. Ja, der ist ja auch noch nicht vollgesaugt. Der ist ja riesig. Boah, passt der geil da rein. Mitten in die Mitte. Nice. Wolltest du da nochmal drauf machen? Bist du zu lange noch? Nee, Anubias, Anubias Pinto sollen drauf. Ey! So, das sieht schon mal ziemlich cool aus, finde ich. Eine Riesenfächer Garnele versucht wieder auszubrechen. Aus dem Tütchen. Du hast einen Ausbrecher. Ja. Also kann ich verstehen, ich würde auch ausholen aus der Tüte. Lately all it ever does is change. Feels like we're only talking. Going round and around, back around. I will fight like no other every day. I won't stop like the others. Oh je. Guck mal, wie gut das überkommt. Mama, dann mal. Man kann das ja so machen. Hat man. Und dann kannst du hier auf den Lavastein kannst du ja Pflanzen drauf. Ja, deswegen habe ich den genommen, weil du halt auf den Lavastein schön Pflanzen setzen kannst. Dass du da noch einen, den du klein hämmern kannst. Richtig. Den kann ich klein machen. Aber das mache ich auch erst, wenn ich Aquarium da. Richtig. Da müssen wir heute einen Wasserwechsel drin machen. Morgen kommt bei uns in der Aquarium 50% wechseln. Heute machen wir Fische gerade Fischereien und dann ist das nicht. Gib mir mal mein Handy, ich muss ein Foto machen. Um mir mein grobes Layout zu merken. Das ist doch auf Video. Das ist egal, ich brauche das auch auf dem Handy. Hüpf mal darüber. Oh, Mingo. Muss ich nicht in den Regen? Bitte hab mal einen ganzen Herz. Du wirst nicht, nachts, hier ist ein Pavillon drüber. Meine Knie hier werden gerade nass. So, Balkon nass, Füße nass, Hose nass, trocknet aber alles. Ich habe die jetzt schon mal grob abgewaschen und habe mir meine Steinchen halt in einmal rechte Seite Aquarium, linke Seite Aquarium aufgeteilt. Der Stein, der zerbrochen wird, den habe ich noch nicht gewaschen. Da ist neues Wasser drin, damit der sich noch ein bisschen mehr vollsaugen kann. Ja, da ist der Schlauch, da haben wir auch schon geguckt.
ob das bis ins Schlafzimmer reicht, wo das Aquarium hin soll. Und wir haben eben eine kleine Biene gefunden. Die haben wir gerettet. Die haben wir jetzt erstmal dahin verfrachtet. Da ascht der Marvin auch nicht rein. Aber da ist er erstmal sicher vor Regen und so, weil hier ist so ein schönes Pavillon drüber. So, und ich tue jetzt erstmal meine Schlappis unter der Heizung, auf der Heizung, Socken ausziehen, Hose ausziehen, damit es trocknet. Und dann gucken wir, dass wir eure Fischis mal ein bisschen, nee, nicht ins Aquarium setzen, sondern bewässern, eingewöhnen. Kleiner Spoiler, vielleicht, oder vielleicht, kommt irgendwann noch ein Kampffisch Aquarium. Ja. Ein kleiner Pew. Ja. Was habe ich gesehen? 36 Liter Aquarium war es, glaube ich. Das reicht vollkommen aus für einen Kampffisch. Die brauchen auch keine großartige Strömung. Man kann die Strömung reinmachen, sollte man. Kommt auf die Kampffischart hin, ob es jetzt ein. Ich drehe die Kamera rum. So. Wir haben uns da nämlich so ein bisschen informiert. Es kommt darauf an, welche Kampffischsorte es ist, welche Kampffischart. Weil es gibt Kampffische mit riesen Schleierschwänzen. Die sehr schön aussehen. Ich wollte gerade sagen, die finde ich persönlich sehr schön. Und es gibt die natürliche Form des Kampffisches. Die sind so länglicher eher. Wenn wir Bilder finden, wir können die ja da einblenden. So. Und die natürliche Form des Kampffisches, die ist halt ein bisschen kräftiger gebaut und hat auch nicht so große Flossen. Dementsprechend kann da ruhig ein bisschen Strömung mit rein. Und bei den Kampffischen mit dem Schleierschwanz, die brauchen halt nicht so eine starke Strömung, weil für die ist es schon anstrengend genug, mit diesen Schleierschwänzen zu schwimmen. Was ich heute nebenbei auch gehört habe im Zoo, ist, dass die normale Form, die Naturform, Wildform, so ein bisschen länger lebt als die gezüchtete Form. Was für mich auch irgendwie logisch klingt, weil da, wo sie herkommen, kommen die nochmal her. Japan, irgendwo. Also da, wo sie halt herkommen, wurden sie für den Kampf, wie der Name schon sagt, gezüchtet. Deswegen kann man die auch nur in Einzelhaltung haben. Und für mich ist das halt logisch, dass wenn die nachgezüchtet für den Kampf sind, halt nicht so lange leben, weil die werden gezüchtet, werden großgezogen, werden in den Kampf gesetzt. Und ob sie den dann überleben oder nicht, ist immer so eine Sache. Und die Naturform hält halt ein bisschen länger, sagen wir mal so. Dann müssen wir dann gucken, was wenn es dann soweit ist. Was es wird und wie es werden soll und all sowas. Und wo es überhaupt hinkommt. Genau, und wo es überhaupt hinkommt, weil ich kann euch ja, die beiden Aquarien von Dennis und Janina habt ihr ja schon gesehen. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wo meins hinkommt. Einmal wieder drehen. Auf die Mini. So, jetzt ziehe ich aber mal hier die Schlappis aus. Und die Socken muss ich gleich ausziehen. So, Kauf-Schlafzimmer hier. Und zwar hier in diese Ecke soll das rein. Dann kommt die Kiste da weg, die wird da drunter geschoben oder wird in eine andere Ecke geschoben. Und dann kommt in diese Ecke kommt mein Aquarium. Wo man dann das Kampffisch-Aquarium hinsetzt, das müssen wir dann gucken. Also eigentlich so die Idee vielleicht ins Wohnzimmer. Wo willst du denn ins Wohnzimmer tun? Lulu! Gehen lässt. Ich weiß nicht. Wir folgen ihm mal. Da war der Hocker. Ja, Chaos Wohnzimmer, Dennis und Janina haben hier noch Kissen und ich habe immer noch nicht das Geschirr ausgeräumt. Ja, das ist ein bisschen doof wegen den Regalen halt. Hier bei Marvin ist ein bisschen schlecht, außer vielleicht hier. Nee, das muss da irgendwann stellen. Oder wenn der Schrank. Das geht auch. Wenn das stabil genug ist. Ich weiß nicht, ob das stabil genug ist. Ich glaube nicht. Dass man das da drauf tut. Nee, aber. Wenn das so ein 36 Liter Aquarium ist, das wird ein bisschen zu schwer. Aber dass man hier vielleicht einfach einen kleinen Schrank hin tut und das dann da drauf tut. Der wäre ja dann nur so groß, weißt du? Dass der Marvin dann auch was zu gucken hat. Weil, soweit ich weiß, findet der Marvin der Kampffisch auch nicht so unschön. Ja, weil das da ist nämlich Marvin sein Platz. Ja. Mit dem Rechner. Und ja, wir müssen natürlich gucken, dass er hier vorne dann immer noch durchkommt. Ne? Marvin ist dafür prädestiniert, irgendwo gegen zu laufen. Ja. Marvin ist dazu prädestiniert, irgendwo gegen zu laufen. Und wir müssen ja noch mit dem Schlauch rankommen, wobei wenn der von Badezimmer bis da hinten quasi in die Ecke reicht, dann sollte der auch hier hin passen. Bis hierhin reichen. Da habe ich eigentlich eine ganz gute Länge abgeschätzt. Das sind nämlich 10, 11 Meter, habe ich da gekauft. Damals, damit wir kann nicht man durch immer, die ganze Wohnung ziehen. Ja, damit wir nicht immer mit Eimern und Gießkannen hin und her rennen müssen. Quasi beim Leermachen müssen wir jetzt noch mit... Wobei, wir müssen... Klack.
Wir müssen auch gleich nämlich noch los. Ich möchte nämlich noch eine Sprühflasche. Ich wollte ja Sprühspritze sagen. Eine Sprühflasche besorgen, weil ich damit dann den Zoll nass spritzen kann und die Pflanzen, wenn ich das Ganze alles einsetze. Weil das wesentlich angenehmer ist, wenn man erstmal das ganze Hardscape, also den Untergrund reintut, dann das Hardscape und dann das Ganze halt ein bisschen nass sprüht und dann nach und nach die Pflanzen draufsetzt. Das ist wesentlich einfacher, weil wir haben es nämlich so gemacht, bei der Janina zum Beispiel. Aua, ne? Wir haben es geklappt. Weil hier haben wir nämlich den Fehler gemacht, wir haben erst das Wasser reingetan ins Aquarium und dann haben wir die Pflanzen reingesetzt. Also erst haben wir den Boden unten reingetan mit dem Hardscape zusammen und dann haben wir Wasser oben drauf gemacht. Was dann aussah wie ein Tiefsee-Aquarium. Richtig, und dann, wie halt ein bisschen Wasser drin war, haben wir die Pflanzen reingetan. Das gleiche hatten wir in diesem Riesenbiest gemacht. Da hatten wir es dann aber ein bisschen optimiert gemacht, da haben wir das Wasser dann per Gießkanne und diesen Teilkopf von der Gießkanne, wenn ich es jetzt mal, reingekippt, da war es dann nicht so dunkel. Jetzt sah, ich sag mal so, als die Sonne dann von hinten durchs Aquarium geschienen hat, sah das schon ziemlich geil aus. Habe ich auch noch Bilder. Ja. Da haben wir es dann etwas optimiert und jetzt nach und nach, man lernt ja immer dazu. Aber dadurch, dass ich das bei mir auch so ein bisschen hügelig machen möchte wie hier, wurde ich halt dementsprechend auch beraten, dass ich lieber Soil nehme, weil ich wollte erst einen Nährboden haben hier unten drin, Nährbodenuntergrund und dann halt irgendwie Kies oder sowas. Und der nette Herr, der mich da beraten hat, hat gesagt, wenn du sowas machen möchtest, ich hatte ihm nämlich meine Aufzeichnung, mein Bild gezeigt, was ich aufgemalt habe. Wenn ich sowas machen möchte, sollte ich lieber Soil nehmen, weil der Soil, wenn der nass wird, der bleibt halt aneinander so ein bisschen pappen. Und wie man hier sieht beim Kies, den habe ich nämlich aufgeschüttet im Endeffekt beim Dennis. Da habe ich extra alles von hier nach da rüber geschoben und hatte das eigentlich auch relativ noch höher als das, was du hier jetzt siehst. Aber dadurch, dass ich dann die Pflanzen da reingesetzt habe, den Baum da drauf gesetzt habe, den Baum, wie man sieht, auch noch ein bisschen mit Kies befestigen musste. Und das Wasser nachher unter den Kies oder in den Kies quasi reingeflossen ist, hat sich das Ganze wieder ein bisschen ausgebreitet, was ich eigentlich ganz cool finde, was ganz cool aussieht. Ja, so sieht das jetzt ganz cool aus. Aber das Problem ist halt einfach, dass das rutscht. Das sieht man hier an den Pflanzen. Wenn du daran arbeitest, ne, der Kies rutscht halt einfach runter. Und das macht der Soil nicht. Den Soil, den kannst du schön mit einem Pinsel oder so, kannst den verteilen. Ja, du kommst ja gleich raus. Was ist denn jetzt? Den kannst du halt schön verteilen und ein bisschen besser damit arbeiten als mit dem Kies. Ne? Ja. Deswegen eine Nadelwelt. Jetzt chillt er auf dem Blatt. Da ist der Nadel. Ja, den haben wir dann. Ich habe der große und der große. Das ist mein aufgewachsener Nadelwelt. Ja, dann mein, ich glaube, einer hing da am Baum, hängt einer. Der andere. Da ist der Kleine. Und den Helle. Helle da. Da ist der Helle. Auf dem Blatt über dem U-Boot. Auf dem Blatt über dem U-Boot? Ja. Ja, da. Da ist die Helle. Da, seht ihr sie? Da ist sie. Das ist, glaube ich, das Weibchen oder so ist. Ich weiß es nicht. Bei also, wir wissen tatsächlich nicht, ob Männchen oder Weibchen oder so, ne? Weil bei oder das, was ist. Weil bei denen ist das relativ schwer zu erkennen, nur an den Barteln und ja. Versuch bei den kleinen mal, in dem Fall kleinen Fischen, Barteln zu sehen. Da hinten ist noch ein Pinselwäschchen, der versteckt sich da. Oh, viel Freiwasser. Die Amanos sind auch irgendwo unterwegs. Ja, irgendwo sind sie unterwegs. Ja. Aber ich gehe mir jetzt. Uiuiui. Also, ich gehe mir jetzt andere Socken anziehen und eine andere Hose. Und leg das auf die Heizung, damit das trocknet, weil wir müssen ja gleich nochmal wieder los einkaufen und noch ein paar Sachen so holen aus dem Baumarkt, weil ja, er ein PVC-Rohr brauche ich für die Gabun-Riesenfächer und Garnele, denn die sitzen gerne in Röhren, die in der Strömung liegen, wo sie dann ihre Fächer aufmachen und ihr Futter sammeln. Und da sind diese Röhren, die sie aber in dem Aquarium, also im Zoo und Tor hatten sie relativ schöne Röhren, wo diese Gabun-Riesenfächer und Garnelen auch drin saßen. Das Problem war, die konnte er mir jetzt nicht geben, weil die waren alle besetzt, logischerweise. Und die hatten sie aber auch nicht mehr da und die kriegen sie auch nicht mehr. Da sagte er, du kannst aber einfach aus dem Baumarkt ein PVC-Rohr nehmen und das relativ schön verkleiden.
Und das finde ich an sich auch eine ganz gute Idee, weil dann kann ich das so machen, wie ich das schön finde. Und dann kriegt die dann nachher, wenn wir das alles hinkriegen, ein PVC-Rohr rein, wo sie sich drin verstecken kann. Und das PVC ist ja auch im Aquarium eigentlich relativ gar nicht schlimm. Genau. Wir müssen auch noch gucken, wie lange der andere Laden auf hat, der Fressnapf. Genau, wie lange der andere Laden auf hat, um da halt noch Sachen zu holen zum Verkleiden. Das kannst du eigentlich mal eben nachgucken, weil wenn der nämlich nur bis 16 Uhr auf hat, dann müssen wir gleich nämlich auch schon wieder los. Aber wir müssen ja erstmal die Fische eingewöhnen. Oder Krabben. Whatever. Das ist eine Garnele. Garnele, ja, ist ja gut. Aber ich gehe mich jetzt erstmal umziehen. Bis gleich. So, wir lassen jetzt die Fischis rein. Erst bei Dennis. Okay. So, mal gucken, ob wir so. Versuch erstmal die Netze da rauszuholen. Genau, hol erstmal die Netze raus. Können wir die ganz einfach hier reintun? Glaube ich, die deine heute Sachen ist das kacke. Oh, das kommt wieder rein. Diese Blümel. Fällt noch wieder einer. Hier, eine Kacke. Also eine Blümel. So. Ja. Mach mal irgendwie. Da guckt er gerade. Komm. So, jetzt darfst du. Sag, wie? Wohin darf ich denn? Wo ist das die Tüte? Komm. Komm. Ich bin nicht. Gib mal hoch. Eben wollte noch raus. Komm raus mit dir. Oh. Zack. Oh, boah, ist die riesig. Guckt euch das mal an. Ein bisschen Wasser immer und rauslassen. Nicht unbedingt, dass der ganze Dreck mitkommt. Siehst du? Oh, wir lassen die jetzt erstmal in Ruhe, dann können sie sich erstmal umgucken. Ich hab den Deckel mal wieder drauf. Genau, der Dennis macht mal eben den Deckel wieder drauf, aber die ist riesig. Das ist da, jetzt kommt auch Licht. Dennis hatte nämlich so ein bisschen das Licht verschoben. Ja, der relativ hohe Tüte. So. So sieht's aus. Die sind inspiziert erstmal. Oh, das ist ja nichts. Versteckt sich. Dann gehen wir mal zu Janine. Die Autos reinlassen. Die Autos langsam reinlassen. Nicht, dass sie da in der Tüte rumbleiben, weil sie nicht passt. Das ist ja jetzt gerade die Kunst. Zack, der erste draußen. Klebt direkt hier an der Scheibe. Der nächste. Nummer 3. Zack, auch da an der Scheibe. Auch hier an der Scheibe. Komm mal hier direkt an die Scheibe. Oh, fertig. Und da ist 5 auf dem Glück. Wenn ich ja, hier sind 4 und 5 ist nach unten. Gut. Wunderbar, sofort an die Scheibe. Putzen. So, da. Der kleine Otto Zynklus wählt. Kleine Ottos. Hier hinten schwimmt auch einer rum. Ganz wuselig. Jetzt hängt er an der Scheibe. Thank you.
kleinen süßen Scheibenputzer. Mhm. So. Und wir machen uns jetzt auf dem Weg in den Baumarkt und zum Einkaufen. Und ich glaube nicht, dass ich euch da mitnehmen muss. Wir sehen uns dann später, wenn wir wieder hier zu Hause sind. Bis dann. Tschüss.